Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Das schwarze Auge Satinavs Ketten. Ja, mit voller Elan stürzen wir jetzt nun auf das Spiel. Gut gelaunt. Ich finde es einfach so. Alter, wie sieht das aus? Okay, genau, wir haben hier aufgehört mit. Genau, wir haben den Feenforscher haben wir gefunden. Dann hat Nuri was berührt. Das Ding ist eingestürzt. Jetzt sind wir voneinander durch einen Abgrund getrennt. Darum würde ich sagen, wir reden erstmal mit dem Feenforscher. Giacomo Nauta. Wie konnte das passieren? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Okay, der scheint nicht so gesprächig zu sein. Der Rucksack. Wie soll ich da rankommen? Hinlaufen? Ich bleibe hier. Diese Felsen stürzen jeden Augenblick in den Abgrund. Okay, ja, das könnte gut sein. Was haben wir denn alles? Ja, ich kann nicht so scrollen und mal schauen, ob wahrscheinlich nichts dazu haben, was uns bringt. Ich rede mal mit Nuri da hinten. Nuri? Andrian Vella, Myrin Amatesta, Eliana Natti. Geroneo Andrian Vella. Was hat sie gesagt? Okay, Nuri scheint auch ganz von Sinnen zu sein. Wir haben hier Schutt. Der Brocken ist viel zu schwer. Ein Teil des Maßstabes. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Ja, Mama. Können wir die vielleicht zerbrechen? Wobei, ja. Diesmal war ich aber nicht schuld. Du sollst ja kaputt machen. Irgendwas daran machen? Nö. Okay. Haben wir denn sonst noch was hier in der Nähe? Euer Stab ist zerbrochen. Okay, wir haben zumindest die Hälfte schon von dem Maßstab. Die andere kriegen wir bestimmt demnächst. Arm der Ritterstatue. Der Arm der Feenritterstatue. Okay. Können wir damit irgendwas verbinden? Mit dem Maßstab nicht. Mit dem Arm. Auch nicht. Okay, und sonst gibt es hier ja nichts Großartiges. Ah, da kommen wir auch hin. Wir müssen Nuri retten. Ja, dann tu das. Geht um wir hin. Müssen. Okay, er will nicht. Sonst gibt es ja aber auch nichts mehr. Was ist hier noch? Ein Sammelkorb. Unerreichbar. Ja, und Nuri können wir nicht reden. Super, wenn es unerreichbar ist. Wir haben auch nichts so irgendwas. Können wir irgendwie anheben oder so? Auch nicht. Vielleicht mit dem Maßstabteil wahrscheinlich auch. Doch. Okay, dann können wir jetzt das andere Teil nehmen. Und mit Nuris Kraft hoffentlich zusammen machen. Nuri? Könntest du vielleicht... Ja, gut, danke. Atialni müne dunaval. Is mandrai rilli. Is lera mandrai rilli. Naja, wird wahrscheinlich wieder irgend so ein Englisch oder so sein. Okay. Können wir das damit jetzt irgendwas hier Abgrund auch nicht mit irgendwas zu binden? Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Okay, Maßstab mit Arm. Warte, der hatte doch was im Hals. Können wir dir was zum Trinken geben? Hier, nehmt einen Schluck. Oh, schwarzes Geschick, das Feenkunstwerk. Jahrtausende, hinfort in einem Augenblick. So, wir können mit ihm reden. Höhle verlassen, Nuri retten. Wir müssen hier raus. Noch ein Beben und wir sind tot. Ohne meine Studien gehe ich nirgendwo hin. Wollt ihr dafür wirklich euer Leben riskieren? Um den Berg zu durchqueren, brauchen wir meine Notizen.
Deine Fee muss einen anderen Weg hinausfinden. Aber die Orks sind auf ihrer Seite und uns bestimmt auf den Fersen. Nuri darf ihnen nicht in die Hände fallen. Ich kann ihr eine sichere Passage aufzeichnen, aber dazu brauche ich das Notizbuch aus meinem Rucksack. Na gut. Die Notizen also. Okay, können wir die vielleicht mit dem Arm jetzt da rausholen? Ja. Un Molila, Geron. Okay, wir haben seinen Rucksack. Meine Notizen. Ich brauche sie, um deiner Fee. Ja, hier. Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Okay, und jetzt? Denkst du, sie findet die Mühle? Auf Nori ist Verlass. Gut. Feen sind nämlich häufig etwas unfokussiert. Okay, können wir die vielleicht... Ja. Wir haben schon irgendwas mit dem Sammelkorb hier zu tun. Aber der trifft doch nicht. Oder doch? Folge der Beschreibung bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein. Komm, Junge. Es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Okay, let's go. Der Seher will also Nuri Darinella Wanda in seine Gewalt bringen. Bei Satinaf. Geschichte will sich stets wiederholen. Was meint ihr damit? Schon einmal missbrauchte der Seher Feen, um die Harfe zu spielen, bis sie ihre Magie verloren und der Finsternis anheimfielen. Nuri nannte sie traurige Feen. Der Seher hat sie uns auf die Fersen geschickt. Möglich. Möglich. Okay, Giacomo's Holle in der Vergangenheit. Ihr habt damals mit den Helden des Königs gekämpft? Gesinde bewahre. Ich wäre ein Ritter von trauriger Gestalt. Als der junge König meine Hilfe erbat, war der Seher längst in Gewahrsam. Aber ich habe das Feentor im Steineichenwald verschlossen. Das habt ihr getan? Auf immer und ewig. Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber es hätten erneut Feen nach Andergast dringen können, um die Harfe zu spielen. Warum habt ihr Nuri damals beim Feentor nicht getroffen? Es wurde damals gemunkelt, die Helden hätten eine Fee aus den Fängen des Seers befreit. Aber man hat es natürlich nicht für nötig gehalten, sie mir vorzustellen, bevor sie freigelassen wurde. Okay. Warum ausgerechnet Nuri? Es gibt doch sicher noch andere Feen. Eine gute Frage. Was weißt du über Nuri und ihre Heimatwelt? Gar nichts eigentlich. Über ihre Herkunft hat sich Nuri stets ausgeschwiegen. Vielleicht aus Angst. Vor ihrer Heimat. Oder ihrer Vergangenheit. Die Magie der Feen kann ganze Welten auf den Kopf stellen. Ihr meint, Nuris Welt hat sich verändert, seit sie hier ist? Oder sie kam deswegen erst zu uns. Wahrscheinlich. Nuri darf nicht zaubern. Sonst stirbt sie oder verliert ihre Seele. Verstehe. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen. Ich befürchte, dazu müssten wir mehr über die Welt wissen, aus der sie stammt. Wisst ihr, woher Nuri stammt? Ich konnte nie die Welt hinter dem Tor im Steineichenwald erforschen, bevor ich es versiegelte. Aber ich habe eine Vermutung. Nuris Heimat könnte die Feenwelt Neirut-Neva sein. Neirut-Neva? Ein buntes Land, ein Ort der Freude. Das hört sich eigentlich gut an. Warum sie wohl dorthin nicht mehr zurückkehren will? Na, wird wahrscheinlich schon einen Grund haben, den wir sicher noch erfahren werden. Wisst ihr mehr über die Zauberharfe? Sie kann nur von Feenhand gespielt werden. Ein Mensch, auch der Seher, würde daran zugrunde gehen. Denn sie wurde von Feenhand erbaut. Zu welchem Zweck? Sie muss große Macht besitzen. Macht, die einem Seher nutzt. Leider ist ihr Standort unbekannt. Wir könnten sie sonst genauer untersuchen. Die Magier der Akademie haben sich stets dazu ausgeschwiegen. Ich kann es ihnen nicht einmal verübeln. Aber wieso steht sie in unserer Welt und nicht bei den Feen? Das gilt es herauszufinden. In der Akademie von Andergast muss es alte Aufzeichnungen geben. Okay, da werden wir bestimmt auch noch hinkommen. Habt ihr den Seher gekannt? Nein, aber die Leute haben sich damals viel erzählt über ihn. Gerüchte, du verstehst. Was für Gerüchte? Dass er blind geboren sei.
doch von Satinaf berührt oder verflucht. Er sah die Zukunft anderer, doch stets nur Tod, Verderben und Unglück. Nie Gutes und Schönes. Andere sagten, er sei ein Hexer, getrieben davon, seine eigenen Prophezeiungen wahr werden zu lassen. Der Seher hat auch mir Unheil prophezeit. Will er es wahrmachen? Ich bin mir sicher, er verfolgt andere Ziele. Eigene Ziele. Ich weiß nicht, wie lange ich Nuri noch vor ihm schützen kann. Die Bürde, die du trägst, gehört nicht nur auf deine Schultern, Geron. Was meint ihr? Nach allem, was er deiner Nuri antun will, werde ich alles in meiner Macht tun, dir zu helfen. Ja, das ist ja schön. Satinaf. Satinaf. Der Rabe hat diesen Namen auch erwähnt. Könnt ihr mir mehr von Satinaf erzählen? Du meinst den Steuermann des Zeitenschiffs? Den Unaufhaltsamen? Satinaf war ein mächtiger Halbgott, der an den Urgrund der Welt hinabstieg, um das Schiff der Zeit zu erobern. Doch die Götter straften ihn für seinen Frevel. Für alle Ewigkeit wacht er nun selbst, gekettet an das Steuerrad des Schiffs, über den Fluss der Zeit. Er allein sieht Vergangenheit und Zukunft, doch nicht einmal er kann sie ändern. Nagt deshalb Satinafs Zahn überall? Ja, obgleich er nicht in jeder Welt gleich schnell nagt. Zukunft verändern? Okay. Ich habe erst gedacht, der Satinaf und der Seher wären eine und dieselbe Person, aber anscheinend nicht. Okay. Lässt sich die Zukunft wirklich nicht ändern? Zukunft, Vergangenheit, was bedeuten sie schon? Morgen ist schon bald gestern, nicht wahr? Der Seher hat die Zukunft gesehen. Auch meine. Glaub nicht jedem Blinden, was er sieht. Mir schwirrt der Kopf. Fällt Nuri dem Seher in die Hände, ist sie verloren. Er wird sie zwingen, dunkle Feenmacht über Andergast zu entfesseln. Nur mit welchem Ziel? Er ist Seher. Es muss etwas mit der Zukunft zu tun haben. Nach allem, was er damals schon getan hat, müssen wir das Schlimmste befürchten. Dein Ziehvater sah nur einen Weg, um das alles zu verhindern. Ich kann Nuri nicht töten. Nicht einmal, wenn das die Welt vor dem Untergang rettet. Geron, niemals lasse ich zu, dass Nuri Darinella Wanda auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen. Dann bringen wir sie zurück in ihre Welt. Oh, noch mehr Gerede. Na gut. Nuri will nicht zurück, Feentor in Andergast. Nuri will nicht zurück in ihre Welt. Es gibt nur diesen einen Weg. Wovor auch immer sie sich fürchtet, du musst sie zurückbringen. Sonst ist sie des Todes. Das ist ja blöd. Habt ihr nicht selbst das Tor zu Nuris Welt auf immer verschlossen? Und es kann nie mehr geöffnet werden. Aber nach Neirut-Neva führt womöglich noch ein zweites Tor. Es soll sich in den Klagesümpfen befinden, tief im Niemandsland der Brinasca-Marschen. Okay, ein zweiter Eingang. Da werden wir wahrscheinlich bestimmt hinstapfen. Wo genau finde ich das Feentor? In Enkwi weilt ein Kollege von mir, Menander Goswin. In seinem Besitz befindet sich der Kristall von Neirut-Neva, ein magisches Prisma, das den Weg zum Feentor weist und das Tor auch öffnet. Hoffe ich. Ich gehe derweil nach Andergast, um in der Akademie nach dem Standort der Zauberharfe zu recherchieren. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar eine Möglichkeit, die Harfe unschädlich zu machen. So wird es gemacht. Hier, nimm diese Notizen für deine Reise. Darin findest du Goswins Adresse und all mein Wissen über das Feentor und das Reich dahinter. Ich bin bereit. Enkwi, Menander Goswin, Feenprisma, Klagesümpfe. Und schon ist Nuri zu Hause. Warte, warte. Es heißt, eine sehr mächtige, sehr gefährliche Kreatur bewache das Feentor. Was denn für eine Kreatur? Ihr Blick soll alles Lebende versteinern. Wie ein Basilisk. Ich ahnte es. Die Sache hat einen Haken. Uiuiui. Das kann ja noch lustig werden. Gibt es nicht noch andere Feentore, die nicht so weit weg sind? Diese Tore führen in andere Welten, in denen Nuri sterben würde. Das können wir nicht riskieren. Ja, das stimmt allerdings. Wie kann man den Wächter des Tores passieren? Niemand ist je zurückgekehrt, um diese Frage zu beantworten. Kopf hoch. Dein Namensvetter, der heilige Geron, zog einst auch gegen den Basiliskenkönig. Er war der größte Held aller Zeiten und besaß das göttliche Schwert Siebenstreich. In jedem Menschen steckt ein Held. Okay. Wollt ihr nicht mit Nuri nach Enkwi gehen und ich forsche in Andergast nach der Harfe? Die Magier waren damals sicher nicht meine Freunde. Aber glaubst du, sie lassen jemanden wie dich in die Akademie? Schon gut. Vergesst es.
Nun trennen sich unsere Wege, Geron. Schütze Nuris Leben um jeden Preis. Bringe sie zurück in ihre Heimat, wo sie glücklich werden kann. Hab Dank für alles. Wünscht mir viel Glück. Du wirst deinen Weg finden. Wir sehen uns in Andergast.